Ist aktiviert. Ja, auf welcher Frequenz? 3,6. Genau, 3,6. Wir befinden uns auf einer Fuchsjagd am Amateurfunk auf Wiener Stadtgebiet. Seit wenigen Minuten sind im Wald 5 kleine Funksender versteckt. Und die Teilnehmer müssen sie aufspüren, mit Hilfe von Peilempfängern. Wenn du in die Nähe vom Fuchs kommst, musst du das auch leiser schalten. Ja. Ja. Möglichst, dass man gerade und gerade nicht mehr hört. Und der Zielfuchs ist bei 3,6 ein bisschen drüber. Drehst du ja mal so, wo es am wenigsten laut ist. Um alle 5 Füchse, also Sender, zu finden, haben wir 2 Stunden Zeit. Einige Kilometer Laufstrecke vor uns und über uns strömenden Regen. Ganz wichtig, es steht eh dort gesperrt. Das ist ein Sperrgebiet, ein Vogelschutzgebiet. Also nicht durchs Gelände Querfeld eingehen. Es liegen die Füchse relativ nahe beim Weg. 15 Sekunden noch. Wenn du da stehst und beilst und der ist so leise, dann kann er da sein oder dort sein. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Na, ich schon. Ab. Eine Lizenz braucht man für diese Variante der Fuchsjagd nicht. Es ist eine Art Geocaching oder Orientierungslauf. Wer Plan und Kompass lesen kann, darf schon mitmachen. Nein. Allerdings sendet jeder dieser kleinen versteckten Funksender immer nur eine Minute lang sein Positionssignal und dann sendet der nächste kleine Sender irgendwo aus dem Wald. Und das wiederholt sich alle 5 Minuten. Das macht die Suche natürlich spannender. Gerüchteweise soll da hinten ein Fuchs sein. Der Dreier, der muss dort sein. Ja, das was noch über ist von der Pate. Warte, das ist der Zweier. Der ist ganz nah. Oje. Der Zweier ist da drin. Bitte schön, Andi. Dort ist der Zweier. Wir müssen jetzt nur noch dieses kleine Hindernis da irgendwie aus der Welt schaffen. Wer einen Sender gefunden hat, knipst sich als Beweis eine Markierung in seine Lochkarte. Wo ist denn der Fuchs? Der muss da irgendwo aufgehen. Der muss da irgendwo hängen. In den späten 50er Jahren begannen die ersten solchen Funkpeilwettbewerbe mit Orientierungslauf. Bis heute sind alle Sender und Empfänger handgemachte Einzelstücke. Das ist genau da drüben. Das Sendesignal sind einfache Morsezeichen. Die hört man am weitesten. Wie viele Füchse hast du schon? Ja, 2 haben wir, ne? Hat's gepiepst? Hast du ihn oder nicht? Weiß ich nicht. Na, der Einser muss da wohl in der Nähe sein. Der führt Fuchs gefunden. Oder die Waldvieh! Der 3, ja, das. 4. Den brauchen wir. Da kann man das sehen auch schon, weißt du? Komm, schlag ab, dann kriegst du deine Zeit. Na komm, 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 ich hör da nicht herum. Komm, du hast mitgespült. Du glaubst gar nicht, wie sehr du mitgespült hast. Das muss der Zielfuchs sein. Nein, ich bin kein Fuchs. Das der Vierer war gemeint. Das war ganz oben. Das war das Forstamt. Der Vierer war das Forstamt. Ja, da bin ich mit Günther so vor der grünen Wand gestanden und gesagt, das kann nicht sein dahinter, das kann er nicht ernst nehmen. Wie kommt man dahin? Was die alle haben, gell? Ich habe 5 Fuchse und einen Baba-Kugelschreiber, wie gehört der? Mal den Einser hast du mal ordentlich versteckt. Ein Einser. Jeder Mann den anderen. Da sind wir dann so und dann sind wir so. Da hast du die Zusatztaste gedrückt und ja. Gleich gibt's eine Siegerehrung. Dazu hat Tom, der Organisator, sein halbes Büro mitgebracht. Und nicht nur der Kameramann hat nasse Socken. Ich habe nicht so schlechte Schuhe, aber die sind durch und die Socken sind, beide Socken sind auch nass. Wir studieren noch rasch die Ergebnislisten. 34 Minuten. Wow. Heftig. Er muss jetzt nicht mehr.
Dieser Wanderpokal bleibt im Landesverband und jener, der am schnellsten bei den Läufern ist, bekommt diesen Wanderpokal.